Im heutigen Video geht es mal wieder um das Thema Anleihen. Wir haben ja schon ein sehr ausführliches Gespräch mit Philipp zu diesem Thema geführt. Und im heutigen Video stelle ich ihm mal eure Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Viel Spaß beim Video! So Philipp, legen wir mal los. Also, wir haben jede Menge Fragen bekommen, mal schauen, wie du der Community weiterhelfen kannst. Fangen wir doch mal an mit einer ziemlichen Basic-Frage und zwar, ab wie viel Geld kann ich denn überhaupt in Anleihen investieren? Im Endeffekt ist das möglich so ab 1000 Euro, also 1000 Euro Stückelung sagt man auch oder Nominalbetrag. Okay. Das geht aber hoch bis 200.000 Euro. In der Regel kann es aber auch manchmal einfach 1 Cent sein. Also zum Beispiel bei Staatsanleihen gibt es das öfteren Mal. Basic. Lohnt sich das oder gibt es vermutlich Transaktionskosten dann, ne? Ja klar, ich meine, es geht ja um den Nominalbetrag, also ab 1 Cent und wenn ich dann 3.000 Euro investiere, habe ich 3.000 nominal und das ist eben möglich und das ist bei Staatsanleihen eigentlich gang und gäbe. Manchmal auch bei Unternehmensanleihen, also Mitarbeiteranleihen, manchmal so von Continental oder von Schaeffler hat man sowas schon manchmal gesehen oder vielleicht von ThyssenKrupp auch, aber ja. Okay. Und gleich in dem Kontext lohnen sich Anleihen-ETFs? Also du kannst ja in Anleihen auch investieren, nicht direkt, was du jetzt gerade geschildert hast, sondern auch über ETFs? Klar, da ist natürlich das Thema Diversifikation ganz groß gegeben. Es kommt natürlich dann auf den Index an, den der ETF abbildet. Also das Gleiche, was es bei Aktien-ETFs gibt, beispielsweise der ETF DAX gibt es auch für Anleihen, beispielsweise europäische Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich, also heißt dreifach A bis dreifach B minus. Das gibt es da durchaus die Möglichkeit zu machen. Okay. Wie kann ich Anleihen direkt kaufen und verkaufen? Funktioniert das wie bei ETFs? Also quasi, wo kann ich die handeln quasi? Das ist im Endeffekt identisch zu, wo kann ich Aktien kaufen, wo kann ich ETFs kaufen, vielleicht nochmal so ein bisschen anders über einen Broker abgesehen. Ist so ein bisschen Liquiditätsfrage. Aktien sind ja super, super liquide. Anleihen so ein bisschen weniger, weil immer noch ein bisschen einfach die Größe da nicht immer ganz so vorhanden ist. Trotz dass der Anleihenmarkt eigentlich viel, viel größer ist als der. Vom Volumen her. Ja, vom Volumen her, Entschuldigung, als der Aktienmarkt. Und beispielsweise die Börse Stuttgart ist eine sehr beliebte Börse, um Anleihen zu handeln, ja. Okay. Sind Anleihen aktuell überhaupt sinnvoll? Ziemlich häufig bekommen diese Frage, also klar, der Sinnhaftigkeit. Natürlich, Lo, also verständlich. Es geht natürlich um das Thema negative Rendite. Deswegen würde ich mal sagen, hat der Follower hier die Frage oder die Followerin die Frage gestellt. Und klar, 10-jährige Bundesanleihen in Deutschland sind mit knapp minus 0,5% negativ. 30-jährige deutsche Bundesanleihen ist knapp negativ, also knapp unter der 0%-Grenze. Aber das ist ja nicht die Regel, die es gibt. Und wir haben beispielsweise auch Unternehmensanleihen, die positiv rentieren oder eben High-Yield-Anleihen, die einfach ein bisschen mehr im positiven Bereich notieren. Also die sind noch aber nicht auch riskanter. Negativ und die sind ja riskanter, durchaus. Du sprichst es an. Okay. Profifrage, Korrelation zwischen Zinsen und Anleihen-Performance. Ja. Profifrage, fortgeschrittene Frage oder sehr gute Frage. Das ist im Endeffekt alles dahingehend voneinander abhängig, in vielleicht ein paar Sätzen kurz erklärt. Eine Anleihe wird in der Regel zu 100% emittiert oder zu 100, und es wird ein fester Zinssatz dazugegeben, beispielsweise jetzt einfach 3%. Und wenn der Anleihekurs steigt, sinkt die Rendite. Also es ist vice versa entgegengerichtet. Also um zum Beispiel diese 3% Zinsen jedes Jahr zu bekommen, muss ich mehr als 100 auf den Tisch legen. Genau, außer du bist von Anfang an dabei, also quasi ab Emission. Und das ist aber immer ein bisschen schwierig, das zu machen. Aber eben über eine Privatanlegerbörse oder andere Plattformen ist das durchaus möglich. Und das sind im Endeffekt Unternehmensanleihen oder auch Staatsanleihen immer so 1 bis 2 Tage oder vielleicht auch nochmal einen Tag länger handelbar. Ja, und das ist die Abhängigkeit davon, Zins zum Kurs, da haben wir dann die Rendite und natürlich ganz wichtig, jetzt um auf die Frage wirklich dann auch drauf einzugehen, ist natürlich, wie verhält sich das komplette Zinsumfeld drumherum. Wir in Europa haben ja Leitzins. Genau, Leitzins, wir haben negativen Zins aktuell hier im Euroraum und in den USA haben wir einen Nullzins und umso tiefer diese Zinsen eben sinken, umso mehr sind Anleihen oder umso mehr wert sind Anleihen, die aktuell noch am Markt bestehen und einen höheren Coupon. Also unsere 3% Anleihe, die wir kurz hatten, die ist natürlich dann ein bisschen attraktiver, weil da stehen ja noch 3% drauf. Das heißt, die Rendite von der Anleihe sinkt und der Kurs steigt. Mhm. Ja. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, sinkende Zinsen sorgt für steigende Anleihekurse.
Korrekt. Und umgekehrt. Mhm, okay. Deswegen haben wir auch so starken Negativzins. Okay, verstehe. Um die Anleihenkurse künstlich oben zu halten, kann man das so sagen? Ja, vielleicht nicht ganz. Okay, gut. Okay, Unterschied zwischen Investment-Grade-Bonds, also Bonds ist ja der englische Ausdruck für Anleihen, und Junk-Bonds, also Junk-Anleihen. Ja, der Unterschied ist, wir haben in diesen Investment-Grade-Bereich und den High-Yield-Bereich innerhalb dieses Anleihe-Universums. Es gibt auch innerhalb des Investment-Grades nochmal Abgrenzung, aber die zwei großen Blöcke sind diese zwei Kategorien. Viele Investoren, gerade institutionelle Investoren, Versicherungen oder eben auch Pensionskassen, halten sich in diesem Investment-Grade-Bereich auf, dürfen unterhalb dieser Grenze von Investment-Grade keine Anleihen mehr kaufen, weil es eben Statuten verbieten oder vielleicht ist es auch noch ein bisschen strenger manchmal. Und im High-Yield-Bereich sind eben, wie du schon vorhin kurz ankommentiert hast, das Risiko ist viel, viel höher. Das sind Unternehmen, deren Verschuldung höher ist, Profitabilität vielleicht geringer ist. Also die Kreditwürdigkeit dieser Unternehmen ist einfach nicht so hoch wie von Unternehmen aus dem Investment-Grade. Okay, alles klar. Wie siehst du Nachranganleihen? Und vielleicht würde ich die Frage ergänzen durch, was sind Nachranganleihen? Nachranganleihen sind Anleihen, die überwiegend von Banken emittiert werden, manchmal auch von Versicherungen, weil Versicherungen aufgrund ihrer Funktion sind nicht unbedingt mit einer Bank zu vergleichen, aber sie haben eben auch gewisse Kapitalkennziffern zu erfüllen. Und bei Banken ein sehr, sehr beliebtes Instrument, um eben gewisse Kapitalkennziffern, die sie gegenüber der Aufsicht, also der europäischen Bankenaufsicht, liefern müssen. Ein sehr beliebtes Instrument, da gibt es verschiedenste Arten. Das hat in den letzten Jahren zum Beispiel die AT1-Anleihe, eine Additional Tier 1-Anleihe von verschiedensten Banken in Europa gibt es. Und diese Anleihen sind dazu da, um eben Kapitalkennziffern zu verbessern oder Kapitalquoten, gute Kapitalquoten zu liefern. Und Nachranganleihen sind ein bisschen vergleichbar im Fall einer Insolvenz ein bisschen wie eine Aktie. Ja? Also wenn ein Unternehmen pleite geht, dann steht man mit einer Nachranganleihe, wie der Name ja sagt, nachrangig zu anderen Bondholdern da. So normalen Anleihe. Genau, ist man dann ein bisschen hinten dran. Ja? Und so circa im Bereich einer Aktie. Mhm, aber trotzdem noch vor den Aktionären, so ganz leicht, oder? Ja, das kommt ganz drauf. Also das geht dann wirklich auf die Ausgestaltung an und da gibt es ganz unterschiedliche Arten. Ja. Okay. Ist es besser, direkt in Anleihen zu investieren oder ist ein Anleihe-ETF besser? Was? Ein ETF macht, denke ich, für den privaten Anleger durchaus mehr Sinn. Weil er breiter gestreut ist, oder? Er ist breiter gestreut und auch mit der Stückelung, was wir vorhin kurz hatten, das ist deutlich besser, da ein ETF in der Regel, wenn er eine gewisse Summe hat, natürlich auch Stückelung von im Schnitt wahrscheinlich ist 100.000 einfach die überwiegende Größe, die wir sehen. Mhm. Und wenn es dann um einen Unternehmensanleihen-ETF geht, der sich auf europäische Unternehmen bezieht, ist das die durchaus bessere Wahl, als zu sagen, ich setze jetzt auf ein Pferd, ich setze auf eine Nestle-Anleihe, statt doch lieber auf, wie gesagt. Einen ganzen Korb. Genau, einen ganzen Korb von Anleihen. Ich habe hier eine ganz interessante Frage. Und zwar, soll ich nur in deutsche Anleihen investieren und dann ergänzt oder auch in amerikanische? Ja, das ist dahin bezogen natürlich von jedem, wie er so selber seine Anlagepolitik wählt. Ich meine, wenn er ein bisschen Homebias ist und sagt, ich fokussiere mich auch nur auf deutsche Aktien, klar ist das natürlich von den Anlagegrundsätzen durchaus möglich. Ich würde das jetzt nicht empfehlen, weil manchmal hier hindert eben auch einfach der Homebias einen daran, man verzichtet ein bisschen auf andere Rendite, weil der Kapitalmarkt beispielsweise bei uns hier in Europa ein bisschen langsamer oder einfach nicht ganz so ausgeprägt ist wie in den USA, wo er vielleicht auch schon einfach ein bisschen älter ist. Und von daher würde ich einfach sagen, außerhalb von Deutschland gibt es auch viele Möglichkeiten. Klar, der amerikanische Anleihenmarkt ist noch mal ein bisschen spezieller, da eben einfach der High-Yield-Markt in den USA viel größer ist. Also da ist viel, viel mehr los. Es ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich und von daher würde ich einfach sagen, wenn man mit dem Thema beginnt und sich da ein bisschen mehr einlesen will, würde ich einfach mal sagen, europäische Unternehmensanleihen von Industrieunternehmen oder Banken. Auch in Euro nominiert? Weil bei den USA ist ja gerade noch dieses Währungsrisiko natürlich dabei, ne? Das kommt natürlich dazu, ja, was wir bei Anleihen haben. Ja. Wenn wir dann in Anleihen investieren, die nicht auf Euro lauten. Okay. Gut. Sind Anleihen sinnvoll, wenn ich das Geld in 2-3 Jahren wieder brauche?
Ja, wenn es natürlich Laufzeiten bedingt, also ein ETF ist, genau, wenn es mit der Laufzeit matcht, in die ich investiere, ist es natürlich durchaus machbar. Ja, also beispielsweise einen kurzlaufenden ETF, der sich auf Anleihen oder auf Anleihen repliziert, ist das durchaus natürlich eine Möglichkeit. Es ist jetzt ein bisschen schwierig natürlich zu sagen, hier, ich setze auf Unternehmensanleihen mit 10 Jahren Laufzeit und who knows, in 2, 3 Jahren vielleicht hat sich das Zinsniveau... Sind die Kurse unten. Ja, weil sich das Zinsniveau halt nochmal geändert. Also da spiegelt jetzt natürlich aktuell in der Corona-Pandemie sehr viel noch mit. Ja. Spekulation. Also von daher einfach an die, quasi ich brauche das Geld in 2 bis 3 Jahren, dann einfach auch natürlich entsprechend Laufzeiten adäquat darauf achten. Und aufs Tagesgeldkonto packen, weil ich weiß nicht, ob man da... Ist auch eine Möglichkeit, klar, natürlich, aber... Mhm. Ich habe hier eine Frage zum Thema Kaufen. Gibt es da auch so eine ISIN-Nummer? Also kann ich da einfach so eine ISIN-Nummer bei meinem Broker angeben? Auch ja, ganz klar. Normal? Also das ist ganz normal verfügbar wie bei Aktien. Eisen oder eine... Aber warte mal, noch eine gute Frage. Vorteile, Nachteile gegenüber Aktien? Das wäre gar nicht so verkehrt, die Frage. Ja, es unterscheidet sich. Es ist komplett anders. Genau, es ist was komplett anderes. Bei einer Aktie beteilige ich mich an dem Unternehmenserfolg direkt und bei einer Anleihe ist es ein bisschen indirekt. Also beides zielt natürlich darauf ab, am Wohlergehen des Unternehmens bei der Aktie, dadurch, dass der Kurs der Aktie steigt und es keinen Rückzahlungskurs bei einer Aktie eben gibt. Also das heißt, die Aktie kann im Endeffekt in das Unendliche steigen, ja. Und eine Anleihe ist dann natürlich klar limitiert. Es gibt eine feste Laufzeit, es gibt einen Zinssatz. Und das Tolle natürlich an einer Anleihe ist, wenn ich jetzt sage, 5 Jahre Laufzeit, also ich weiß ganz genau, ich lege mein Geld an, also ich gebe ja durch eine Anleihe einen Kredit quasi, es ist grob vergleichbar. Und das ist eben was ganz anderes, ja. Und ich habe halt diese Planbarkeit, ne? Genau. Ja. Okay, perfekt. Das war's dann mal. Ich habe die Fragen so ganz grob zusammengefasst. Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Und gerne. Ja, wenn weitere Fragen sind, dann kommen wir nochmal auf dich zurück, wenn es was gibt. Danke dir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dieses Format, dass wir unseren Interviewpartnern immer eure Instagram-Fragen stellen, haben wir jetzt schon einige Male gemacht. Wenn ihr auch Fragen an unsere zukünftigen Interviewpartner habt, dann solltet ihr auf jeden Fall unseren Instagram-Kanal abonnieren. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Denn bevor ich zum Interview gehe, mache ich meistens immer eine kurze Story. Dort könnt ihr dann eure Fragen reinschreiben und viele dieser Fragen behandeln wir dann entweder im längeren Interviewgespräch oder dann in diesem Format, ja, wo ich dann eure Instagram-Fragen direkt aus dem Handy heraus vorlese. Es lohnt sich also, unseren Instagram-Kanal zu abonnieren. Und wenn du das gesamte Interview mit Philipp noch nicht gesehen hast, dann kannst du dir gerne diese Playlist anschauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.